Hallo Vanessa, schön dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich muss dir nämlich was erzählen. Mir ist da was aufgefallen, was ich ganz interessant finde und wo mich sehr interessiert, was du dazu zu sagen hast. Ich bin ja vor einiger Zeit umgezogen und ich hatte in unserem neuen Zuhause also wirklich sofort den Gedanken, boah, hier bin ich echt zu Hause, das ist total richtig hier. Ich fühle mich hier total wohl. Und trotzdem hatte ich 2 Tage später den Gedanken, okay, und jetzt will ich wieder nach Hause. Du meinst 2 Tage später, nachdem du eingezogen bist? Genau, und beim Einzug hatte ich wirklich dieses, oh schön, das ist alles irgendwie so vertraut, als würde ich hier schon immer leben oder als hätte ich hier schon mal gewohnt, das ist ganz toll. Und trotzdem war das ungefähr so 2 oder vielleicht auch 3 Tage später, dass ich gedacht habe, so und jetzt möchte ich immer wieder nach Hause. Und ich fand das ganz interessant, denn ich habe mich dann gefragt, wo ist denn zu Hause? Also ist das das, wo ich vorher gewohnt habe oder wo will ich denn hin? Und darauf gab es keine Antwort. Es war trotzdem dieses Gefühl, ich will nach Hause. Finde ich total spannend. Also ist es denn immer noch da oder ist es wieder verschwunden? Das taucht immer mal wieder auf. Ja, ich hatte neulich einen Text dazu geschrieben, weil dieses Heimatgefühl oder dieses Zuhausegefühl, das hat mich ja irgendwie Jahre und Jahrzehnte lang beschäftigt, in einer anderen Konstellation jetzt, also nicht mit ich bin umgezogen, aber da hatte ich auch eben diese Frage gestellt. Was ist denn zu Hause oder wo ist denn zu Hause? Auf was bezieht sich das Zuhause? Ist es wirklich ein Ort oder eine Wohnung oder vielleicht auch eine Person oder ja, also auf was bezieht sich dieses Zuhause eben? Deswegen musste ich gerade so ein bisschen grinsen, weil ich das echt interessant fand. Ich glaube, das habe ich letzte Woche geschrieben erst und weil es dann auch wieder aufploppte, so dieses Gefühl, dieses Heimatgefühl und dieses, wo fühlst du dich denn zu Hause oder eben bei welcher Person? Ja, genau. Und also es gibt ja Leute, die können genau sagen, wo ist denn deine Heimat? Also, ne, Heimat, ja. Und ich wüsste das gar nicht. Ich wüsste gar nicht, was ich antworten würde, wenn mich jemand fragt, wo ist deine Heimat? Und dann ist ja die nächste Frage, wo ist denn dieses Zuhause, zu dem ich hin will? Und ich merke halt, es ist kein Ort. Ja, vielleicht ist das aber auch, das überlege ich gerade bei so Menschen, sag ich mal, so wie du und ich, die so ein bisschen umtriebig sind. Also ja, es gibt ja Menschen, die sind, ich sag mal, ich wohne ja hier in der Nähe von Bad Homburg, die sind in Bad Homburg geboren, die sind da im Kindergarten, in Schule, haben da ihre Ausbildung gemacht, sind zwar innerhalb des Städtchens umgezogen, aber haben nie, nie, nie irgendwo anders gelebt oder waren mal, was weiß ich, für ein Studium da im Ausland oder irgendwas, die waren wirklich nur immer in diesem kleinen Bereich. Klar, sind mal verreist, 2 Wochen irgendwo hin, aber für die ist es unvorstellbar, woanders zu leben. Ja. Also selbst wenn du sagst, okay, Bad Homburg oder Ursel sind, keine Ahnung, 8 Kilometer, 7, also keine Entfernung, aber für die wäre sowas sogar schon unvorstellbar, weil die wirklich diesen Ort mit Heimat und Zuhausegefühl verbinden. Selbst wenn da nicht immer, ja, ich sag mal, alles schön war. Ich meine, man hat ja Orte mit Erinnerungen, die total super sind, ja, wo du grinst wie ein Honigkuchen fährt, wenn du dich an diesen Ort erinnerst, ja. Aber da sind halt auch manchmal Orte, wo halt einfach gar nicht nur schöne Erinnerungen sind, ja, wo es halt auch Erinnerungen gibt, die einfach nicht so total schön sind. Und trotzdem ist so dieses Heimatgefühl und dieses, ich will hier nicht weg und ich kann mir nicht vorstellen, jemals irgendwo anders zu leben. Genau. Also es gibt ja wirklich Menschen, wenn die das Ortsschild von hinten sehen, von ihrem Bekommen Sie Heimatort, Heimweh? dann werden die schon richtig genau. Und ja, ich habe schon an ganz, ganz vielen verschiedenen Orten gelebt, in ganz vielen Wohnungen, Häusern, was auch immer. Ja, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht sagen kann, was ist denn jetzt dieses Zuhause? Und trotzdem ist da ja dieser Wunsch nach, ich möchte wieder nach Hause. Also wahrscheinlich dahin, wo es mir vertraut ist.
Aber was ist denn dann das, was mir da so vertraut ist? Aber vielleicht ist es auch einfach so ein inneres Zuhause. Also, das ist, ich meine, Umzug, selbst wenn es jetzt nicht super weit weg ist, da ändert sich ja schon irgendwas. Ja, der Weg ändert sich, das Gebäude, die Umgebung, dein, ja, also einfach dieser äußere Rahmen ändert sich, ja. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was nicht macht, nur nichts macht, weil ich weiß, was du mir sagen Ja. möchtest. Das hat sich ja jetzt bei uns in dem Fall nicht gravierend geändert, nur minimal. Und nichtsdestotrotz hier drin ist natürlich alles irgendwie anders. Auch wenn manche Sachen ähnlich sind, ist es trotzdem anders. Einerseits vertraut. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, wo möchte ich denn zu Hause sein? Du meinst im Äußeren betrachtet? Und das ist genau der Punkt. Ich möchte mich eigentlich nicht unbedingt an äußere Umstände, an was Äußeres binden, sondern wenn ich so in mich reinspüre, dann denke ich halt, dass wir hier, wo wir jetzt wohnen, sowieso nicht lange wohnen werden. Also das ist eine Etappe, ist im Moment so mein Gefühl. Ja. Da wird interessant, was ich erzähle, wenn ich 96 bin und wir beiden gerade wieder live gehen und ich immer noch hier sitze. Nein, das glaube ich nicht, weil ich meine, das Bauchgefühl hat ja eigentlich irgendwie immer recht, ne? Das weiß es ja immer am besten. Ja, ist ja auch eigentlich egal. Selbst wenn es das jetzt hier für immer und ewig sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, bei dem umtriebigen Leben, das ich bisher ein paar Jahre lang geführt habe. Möchte ich wirklich ein Zuhause im Außen oder möchte ich nicht in mir zu Hause sein? Ich glaube, es ist eher ein in mir zu oder also ein in dir zu Hause sein, weil ich glaube, dann ist es, wenn du dich so in dir zu Hause fühlst, bin ich mir sehr sicher, dass es wurscht ist, wo du wohnst. Also im Außen. Ziemlich wurscht. Mein Glas darf natürlich gerne schön und hübsch sein und so, aber ich glaube, wenn du dich so in dir zu Hause fühlst, so richtig, ist es egal, wo du wohnst. Genau, und selbst wenn es das jetzt hier für immer sein sollte, ist es ja trotzdem schön, wenn ich ein Zuhause in mir habe. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch einfach das Wichtigste. Unabhängig davon, wo Ja, du genau. wohnst. Also ich habe zum Beispiel dann auch in dem Zusammenhang an meine Oma gedacht, die ist auf dem Weg zu 93. Und selbst wenn ich nur so Pi mal Daumen rechne, lebt die mal locker 90 Jahre lang in dem gleichen Haus. Oh, okay. Finde ich unvorstellbar. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Stabilität ist, die das in ihr Leben gebracht hat. Und da halt was ist, was ich vielleicht in meinem Leben nicht habe. Auf der anderen Seite denke ich, es kann ja nicht nur davon abhängig sein, wie stabil ich jetzt über Jahrzehnte lebe, Ja. sondern ich für mich möchte es gerne in mir haben. Ich möchte es nicht davon abhängig machen, dass ich jetzt mehrere Jahrzehnte vielleicht irgendwann mal an dem gleichen Ort lebe und vielleicht ja auch nicht. Also wer weiß, wo es mich noch hin verschlägt. Ja. Und so oder so möchte ich gerne stabil in mir sein. Ja. Ich überlege gerade, ich meine, du sagst, die geht jetzt in Richtung 93. Ich meine, das ist nochmal eine total andere Generation. Ja, und als sie jung war, war ja gar nicht sicher. Da war ja irgendwie das Thema Sicherheit und Stabilität und, und. Also ich glaube, es ist heute herausfordernd, diese Sicherheit und dieses Zuhause und diese Stabilität in sich zu haben. Aber ich glaube, zu der Zeit und in der Generation war das einfach nochmal ein anderes Thema, weil halt im Außen noch mehr Unsicherheit war und nichts stabil war und nichts irgendwie so richtig in Ordnung war. Und ich glaube, die haben sich auch mit diesen Themen einfach nicht beschäftigt. Und da war, könnte ich mir vorstellen, einfach dieser äußere Rahmen wichtig, dieses ich wohne hier, das ist mein Haus oder meine Wohnung und da wohne ich immer und ewig, das ist vertraut und das ist darüber einfach, ja, diese Sicherheit mit sich bringt. Also, dass durch diese Sicherheit im Außen, ja, dass du dich dann halt einfach im Innen auch sicher fühlst und nicht so
ich sag mal, wie du es jetzt gerne hättest oder ich auch, dieses andersrum, dass es im Innen dieses Zuhause ist und dann ist es egal, was im Außen ist. Bei ihr hat sich selbst wahrscheinlich auch einfach nicht ergeben. Und jetzt sagt sie natürlich, jetzt will sie natürlich auf gar keinen Fall mehr aus diesem Haus raus. Das ist ja völlig verständlich. Und bei mir ist es eben anders gewesen. Also immer war irgendwo irgendwas. Und jetzt ist es halt aufgetaucht, ne? Das ist, ich möchte nach Hause. Ja. Und eigentlich, es fühlt sich auch nicht unsicher an oder so. Also das macht vielleicht das Training der letzten Wochen und Monate auch aus, dieses sich verwurzeln und erden und immer wieder gucken, dass ich in so eine Stabilität reingekommen bin, dass das Grundgefühl halt schon stabil ist. Da ist nur irgendwas an der Oberfläche, was scheinbar noch ein bisschen mehr möchte. Ja, mir kam gerade ein Gedanke, aber der ist jetzt wieder verschwunden. Schade, schade, der ist jetzt irgendwie weg. Aber du als Spezialistin für Erdung und Verwurzelung, bist da mit deinen Ideen bei mir. Ja. Ich überlege gerade, was da, ja, gerade irgendwie nützlich oder hilfreich sein kann. Wobei du machst ja schon alles Mögliche. Auf der Erde liegen, dich verbinden, dich erden, gute Gefühle ausdehnen. Ja, das sind ja alles solche Sachen, die da wirklich zu beitragen. Es ist interessant, dass du das sagst mit dem auf der Erde liegen. Stimmt, das mache ich tatsächlich im Moment auch. Ja. Also wenn ich meditiere, dass ich mich dann auch wirklich auf den Boden lege. Ja. Und ich finde, das macht einen Unterschied. Das macht echt einen Unterschied. Ich hatte das jetzt auch ein paar Mal gehabt, dass ich in der Natur unterwegs war und hatte diesen Impuls. Ich möchte mich einfach jetzt hier auf die Wiese oder auf den Waldboden oder wo auch immer ich gerade war, ich möchte mich da einfach gerade jetzt auf den Boden legen und einfach so diese Verbindung spüren, diese Erdung, diesen Halt im Rücken auch. Also, dass du wirklich von oben bis unten da liegst und gehalten und getragen bist. Ja, das merke ich auch, dass mir das total gut tut. Da bin ich auch Ja. froh, dass ich damit so intensiv auch angefangen habe. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt bei dir. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich auch. Prima. Eine Sache noch. Wenn wir das nächste Mal was aufnehmen, was eben nicht live ist, sondern irgendwann als Video kommt, dann sollte ich den Kalender weghängen, damit nicht jeder sieht, dass es September ist. Finde ich einen super Plan. Finde ich eine gute Idee. Ja, machen wir einfach so. Ich Ich danke könnte dir. mir vorstellen, wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, wäre es wahrscheinlich fast gar keinem aufgefallen. Das stimmt nicht. Ich weiß mindestens eine Person, die mir direkt was geschrieben hätte. Meinen wir die gleiche Person? Weiß ich nicht. Okay. Du hältst mich auf dem Laufenden, ja? Das mache ich auf jeden Fall. Gut. Und Bis dann. dann. Dankeschön.